zurück zu Let's Play GTA 3. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission mit dem guten Kenji. Ihr kennt das schon. Die Gang. To be truly strong, it is important that you never show weakness. The businesses fortunate enough to have our protection settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Kannst du Geld einsammeln? Okay, wir sollen irgendwas einsammeln. Gucken wir erstmal. Da steht die Mühle. Das wird wahrscheinlich alles anders einfach werden. Also, ich suche mich so ein bisschen mehr. Zu einfach, oder? Wir haben keine Zeitlimit, gar nichts. Das sind einfach nur ein paar Taschen. Die liegen einfach nur hier rum. Hätte sich jeder mitnehmen können. Aber gut, wir machen es. Das wäre zu einfach. Das wäre einfach zu einfach, wenn ich irgendwie. Ist die nächste Tasche da? Oh, das war nicht so gut. Ja, das war ein Fehler. Moin. Das kann auch nicht alles gewesen sein. Das wird. I can't pay you, and I wouldn't pay you if I could. Some young gang just jacked up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of Yakuza are you anyway? Oh. Der wohl nicht. Kein Auto. Wir sollen mich gegen bestrafen. Schutzgewehr. Ach Gott, wir sind hier voll im Feindesgebiet. Wir sind hier einfach mal voll im Feindesgebiet durch. Weil die Kolumbianer, glaube ich, sind das, ne? Aber sie sind auf der anderen Seite. Wie konzentriert das gerade null? Da muss ich uns den Weg über die Brücke suchen, oder was? Ich würde mal das wieder auf uns geschossen wird direkt. Keine Überraschung. Aber momentan lässt mich das ein bisschen kalt. Rüber oder was? Habe ich so ein Gefühl. Willkommen in Portland. Gibt es ja wirklich. Portland.
Also das Ding ist hier unten irgendwo. So, jetzt ist wahrscheinlich gleich auch wieder auf uns geschossen, Triaden. Also wir haben echt nur Beef mit den ganzen Leuten. Wir haben echt nur Beef mit den Münchner Leuten. Oh, so viele. Scheiße. Aber irgendwie haben wir es ausgeschaltet, gerade komplett. So, ich brauche ein Auto vor allen Dingen, weil ich will mich hier ungern frei bewegen. Halt! Hier bleibt. Ihr schießt auf mich, dann hol ich mal euer Auto. Welcher Zufall? Das Auto sieht zwar komplett gleich aus wie vorher auch, aber Hauptsache. Kopf erkenne ich nicht. So, dann haben wir das auch erledigt. Einmal kurz. Dann fahren wir hier wieder rüber. Und zurück zum Casino. Nur weil der Foxy explodiert ist. Wir haben die gerade dabei. Da war es noch ein bisschen zu einfach. Hallo. Bleib doch mal auf deiner scheiß Spur. Also wie gesagt, wir haben mittlerweile echt Beef mit fast jeder. Wir haben Beef mit den Kolumbianern, wir haben Beef mit den Chinesen, wir haben Beef mit der Mafia. Oh Gott. Also wie wird uns mittlerweile jeder als Leder. So, da fahren wir zu Kenji. Und bringen ihm die Tasche zurück, warte mal. Ja, haben die Kohle. So. Und dafür kriegen wir 10.000. Welch eine Überraschung. So. Jetzt kann ich leider die Folge noch nicht beenden, weil es ist noch zu wenig. So. Dem kann man der Karre da unten. Also viel Kraft, der müsste ja da eigentlich umrollen. Gut, dann machen wir noch eine. Ja, die Abrechnung. You. How fitting you should choose this moment. Was? To your worthless. Ey, ich hab wirklich nur alles gemacht. It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yardie pushes line Liberty Street, selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us. At me. I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well-founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemies' blood. Du bist mindestens 8 Yardies außer Gefecht jetzt. 8 Yardie Dealer. Gut, wir haben keine Zeit. Das ist das Gute. Wir können also quasi die einfach die Jungs einmal mal kurz über den Haufen fahren. Weil das machbar ist. Kann man nur hier schieben.
Oh, ich hab Glück gehabt, ihr Pisser. It's all one love. So, Nummer 1. Dealer erledigt. Ja. Ich muss mal wissen, wo der ist. Da ist der. Nummer 2. Das ist aber nett, dass du vorfährst! Nummer 3. Nummer 3, Nummer 4, Entschuldigung. Moment, ich muss mal anders anfangen. Ja, ist klar. Ich brauch fucking ein Auto. Ich hab noch 4 Dealer. Stehen bleiben. Ich brauch dein Auto. Ich muss hier mit. Ich muss Dealer töten. Nummer 6. Zwei brauchen wir noch. Bräuchten wir noch. Scheiße. Die Haaren haben mich ja abbauen können. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall jetzt ein bisschen beeilen, dass wir zwei Mann noch kriegen. Das war mir fast klar. Das! Nein! Hau da, komm, gib mir bitte dein fucking Car! So, letzter, komm. Hit me. So, acht waren geholt und der letzte fehlt noch. Ah, oh, gib mir deine K. Ja, wunderbar. Acht haben wir da erwischt. Wunderbar. Puh. Okay, dann haben wir Kenji auch erledigt. Dann gehe ich jetzt speichern. Und dann machen wir Feierabend. Weil der letzte ist hier der Kollege Ray, der Mann aus der Toilette. Das ist der letzte, der uns noch auf der Liste fehlt, bis wir hier zumindest durch sind. Und unser Panzer steht immer noch hier. So, erledigt. Gut, viele Probleme hat man gar nicht. Wir hatten eigentlich eine Mission, die uns ein bisschen geärgert hat. Das war nämlich die mit dem Schiff. Das war die einzige Mission, die so ein bisschen, die unsere Schwierigkeiten gemacht hat in diesem Let's Play bisher.
Gut, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA. Und ja, ne? Bis dann. Tschüss.